Einen wunderschönen guten Abend hier auf Bumum TV Schrägstrich Readmore TV. Lang, lang ist es her, dass ich mal wieder on air war. Heute ist es soweit. Ich hoffe jetzt auch mal wieder ein bisschen regelmäßiger. Und der Start der Serie Season Nummer 15 bietet sich heute perfekt dazu an, wieder ein bisschen aktiv zu werden beim Stream. Wir warten zurzeit noch auf den letzten Spieler hier von Very Games, von Enz, von den Finsen, alle da. Letzte Saison konnte Nip gewinnen. Finale konnte ich, glaube ich, ja, das, da fing dann meine Lag-Problematiken an. Finals hatte ich ja gestreamt bis zu einem gewissen Punkt. Finale war, glaube ich, Nip gegen Call. Complexity hat da einen ganz guten Fight abgeliefert. Hat am Ende leider nicht gereicht. Nip somit der Champion. In der Saison sind es jetzt nur noch 9 Teams in der europäischen Division. Ich weiß gerade gar nicht, ob es in der amerikanischen auch nur 9 sind. Ich würde aber mal sagen, ja. Jo, sind's. Bisschen komisch, aber gut. Ist ja sowieso ein bisschen eine Eigenheit. Alle Teams spielen nämlich auch zweimal gegeneinander. Ja, heute der Auftakt. Einmal mit das 2. Faculty gegen SK. Nachher wurde er leider verschoben. Da habe ich mit dem Very Games gegen Astana rausgesucht. Das wird auf Inferno ausgetragen. Und das letzte Spiel heute ist Copenhagen Wolves gegen Astana Dragons. Auch auf Inferno. Also leider nur 2 Maps. Aber egal. Ich muss mich erstmal wieder reinfinden. Von daher, ja, verzeiht, wenn ich heute noch nicht ganz so wieder auf der Höhe bin. Aber ich muss erstmal wieder reinkommen. Gerade auch was das Switchen angeht. Spielmechanisch hat sich ja jetzt nicht so viel getan. Die ganze GUI-Geschichte ist natürlich schade, dass es schon seit einer ganzen Weile nicht mehr geht. Aber was was anderes seht ihr ja trotzdem hier die ganzen Health Bars und so. Ein bisschen größer, ein bisschen mehr, ja, besser ersichtlich. Danke auf jeden Fall da an den Spaddel, wie immer. Die Skateboard-Lags haben uns immer noch nicht verlassen. So, sollte jeden Moment losgehen. Bootcamp. Tja, in 6 Tagen, am Samstag, jetzt am kommenden Samstag, das DMS Finals in Köln. Anwesend sein wird dort auf jeden Fall Very Games, Enz nicht. Allgemein steht uns jetzt ein sehr krasser Winter bevor an Turnieren. Jetzt kommende Woche EMS, dann die Woche drauf ist schon ESWC. Dann ist ein bisschen Pause und dann Ende November das Event, worauf alle wirklich warten und alle darauf hinarbeiten, alle Teams. Die DreamHack Winter. So, Match geht jetzt live. Damit passiert mit Team Very Games gegen Enz Esports aus der 15. SEA Season in White Division. So, ich hoffe, Volume technisch passt alles. Mal ganz kurz mein Mic checken. Sollte alles laut genug sein, wenn nicht, einfach mal kurz im Chat melden. Lex soll es wohl auch geben. Dürfte aber an Twitch liegen, soweit. Ah, nicht. Geneift wird er nicht. Dadurch, dass beide Teams zweimal gegeneinander spielen, startet halt einmal das Team als T und dann einmal das CT. Enz direkt mit einem B-Rush. Aber Smith kann da schon gut aufhalten. Scream auch. Die Franzosen teilen wieder gute Headshots aus. Ich
gar nicht gedacht, dass sie so den B-Rush aufhalten können mit ihren USPs. Sehr schön. Erste Runde somit an die Franzosen. Ich glaube, da kam nicht mal eine Gegenfläche oder so. Einfach nur Headshots. 1-0 Very Games. Mein Mikro brummt, ja. Das ist Standard leider. Da kann ich nichts machen. Zumindest nichts Softwaremäßiges. Sehr aggressive Variante hier, die Anti-Eco aufzuhalten. Das sieht bisher gut aus. Eine Waffe verloren bei Very Games. Bombe habe ich schon safe. Aber immerhin konnte sich Korn eine Waffe ergattern. MBK überrollt sie da mit der Bison. 2-0. Für alle, die es auch nicht mitbekommen haben, vor ein, zwei Wochen ist Nasu gejoint. Dem finde ich ein Team dafür Revisor raus. Und ich finde, mit Nasu hat man jetzt unglaublich starken Spieler in seiner Reihe. Ich meine, die finden, dass Ents waren ohnehin zuvor schon das beste Team. Also das beste finnische Team. Mit Nasu können sie jetzt auf jeden Fall auch hoffentlich an die Spitze wieder aufschließen, so wie es mal vor einem guten Jahr jetzt mittlerweile schon mal war, der Fall war. Damals noch unter der Flagge von Curse. Da waren sie ziemlich erfolgreich. So, schauen wir uns die erste Waffenrunde an. Hallo mit Arve, bei Very Games keine Gegen-ABP. Hat auch keinen gesehen. Ansonsten Very Games gerade lang geblockt, zu dritt. Bauen jetzt um. Bleiben auf Spot, gehen nicht kurz vor, lassen erstmal hier Ents spielen. Und Ents wiederum wartet hier drauf, dass Alu da irgendwas zieht. Mit seiner Arbe. Haben jetzt immerhin schon mal die Information, wie Very Games hier ungefähr steht. Nämlich A außerhalb. Mit aber auch kein Contact. Also super defensive Aufstellung von Very Games. Eine Entscheidung ist auf jeden Fall gerade noch nicht getroffen worden. Wo es jetzt letztendlich hingehen soll. Dreimal orientieren sich jetzt doch noch zu lang. Finde ich gut. Boah. Nein. Windows-Taste. In genau dem Moment geht Very Games kurz vor. Können da auch einen Frag machen. Jetzt wäre es wichtig, dass die Bombe da überlebt. Oh, die wird aber weggesprengt. Oh, jetzt hat es da super schwer durchzukommen. Oh, aber Very Games, warum gehen sie denn da nochmal vor? Und bleiben sie nicht einfach auf Spot? Beziehungsweise halten da einfach kurz. Das war schließlich die Bombe. Trotzdem sollte die Runde an Very Games gehen, wenn sie jetzt nicht dumm noch reinlaufen. 10 Sekunden auch noch. Also die Waffen werden sie wahrscheinlich auch noch verlieren. Very Games wird jetzt nach Ablauf der Zeit einfach reinrennen. Gehe ich mal davon aus. Das Geld haben sie. Wäre der erste, da fährt der zweite unglaublich gut runtergespielt von VG. Auch wenn ich das nicht ganz verstanden habe, warum die zwei dann nochmal zu lang hingehen, wenn sie da kurz schon beide holen. Dass es ein A-Split ist, ist eigentlich offensichtlich dann. ...4-0. Bisher relativ einfaches Spiel für Very Games. Dem vielleicht zurzeit besten Team der Welt. Mit noch einem Fragezeichen in Klammern dahinter. So gut. Und jetzt haben wir hier solche großen Probleme gegen die Eco. Und dann konnten die B-Spieler viel Damage machen. Der Retail kommt nur über B. Ja, über Mitte halt. Keine Bakatas. Wir wissen, dass NATO da im Habescher ist. Gibt's auch die Flash. Oh, kann
keinen mehr machen. Schön abgeklärt runtergespielt. Aber drei Waffen gegen eine Glock Eco zu verlieren, ist nicht das Beste. Trotzdem haben sie alle genug Kohle. Können sich da auf jeden Fall einen Runden-Loss leisten. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, die jetzt nicht unbedingt im Chat untergehen sollen, dann haut die am besten auf Readmore unter den Stream, unter meinen Stream-Link. Da gehen die nicht so schnell unter. Dort kann ich die dann auf jeden Fall noch lesen und wiederfinden. So ein leicht abgewandelter Aufbau. Diesmal bleibt Valve Games direkt kurz ins weiterhin. Mit haben sie eingenommen. Und hier ist sich diesmal ein bisschen eher zu lang. Oh, da gibt's einen Flash. So, kommt jetzt Support. Von lang. Ja. Eine Gegenfläche kam. Oh, wie sie direkt zu dritt da die Zange zumachen. Könnte Korn da eigentlich schon ein bisschen vorgehen. Macht er auch. Super gespielt. Müsste jetzt eigentlich auch mit einem Frag belohnt werden. Oh, sie nehmen sie gerade so schön in die Zange, da die Finn. Oh, aber versagt ein bisschen das Aiming. Jetzt letztendlich mal lang gefallen. Oh, Mann, Mann, Mann. Ein schönes Hin und Her. Schöne Aktion, Reaktion von beiden Teams. Schade, dass Korn dort keinen Frag macht. Hätte die Runde auf jeden Fall entscheiden können. Aiming sitzt hier noch nicht so ganz bei den Finnen. Ansätze sind gut. Aber das reicht dann halt nicht gegen so ein starkes Valve Games. So, nach einem 6-0 Spielstand schockt sie einfach mit hoch mit Abe. Smith auch Abe, hat Katas unten übernommen. Ist dann nicht mehr gekommen. Von kurz kommen sie auch. Sie sandwichen sie gerade unglaublich gut. Oh, noch eine Art und Cutters. 7:0, sehr, sehr einseitiges Spiel. B-Split wäre mal ein. War wahrscheinlich auch gerade angesagt. Und da hat Valve Games echt super drauf reagiert. Ich meine, die sind bisher nur A gekommen in Waffenrunden. B wurde komplett außer Acht gelassen. Jetzt sind den Ecos halt mal draufgerannt. Der schnell lang raus. Ist aber auch ein Eco. Ja, das sieht doch mal wieder besser aus. 8-0. Von der T-Map hier überhaupt nichts zu sehen. Das liegt nicht an meinem Mic-Zauberei. Das liegt wohl oder übel an meiner Soundkarte. Mal die Runde mit einem First Track begonnen. So, schön. Refag sitzt auch direkt. Die Runde müssen sie jetzt mal ummünzen. Dann sind sie jetzt raus. Bleibt dann noch in der Mitte. Naso. Runde. Ganz gut defensive Position. Also, sie haben noch 50 Sekunden. Lang würden sie durchkommen. Jetzt nimmt NBK da, aber selbst wenn sie ihn da spotten, wäre das fast egal. Bekommen halt Smokes, Flash und sie sind auf A drauf. Man kann das unten scheinen, den schon gehört zu haben. Sind jetzt lang durch. Boah. Also vielleicht noch ein bisschen warten sollen. Es gab fast keinen Anlass, da mitzuhelfen.
Wenn er da viel länger seine Abfucker-Posi-Rolle gespielt hätte. Aber egal, One-on-One. Oh, hallo macht's. Oh, zum Glück ist er da rumgezogen. Sonst wäre es hier die 9. Runde für Very Games gewesen. So, aber 1-0 für die Finnen. Trotzdem 4 Mann verloren. Das ist jetzt schon Pflicht, die hier zu holen, die Folgerunde. VG wieder zu dritt, kurz lang geblockt. Bei Enz sieht man wieder Standardaufbau. Hier immer wieder im Schieben von A zur Mitte. B-Split hat man dann gar nicht gesehen. Und er kommt jetzt auch. In Mitte raus. Oh, gute Gegenfläche. Oh, nochmal eine krasse Gegenfläche vors Tor. Reflex sitzen aber soweit. Jetzt war die Unterzahl. Oh nein. Alu danach einen macht, haben sie das 2-2. Selbst aber das 2 gegen 3 können sie gut machen. Oh, da kommt schon der Retake. Schade. Also wie so eine Runde manchmal wegen einem Frag dann nicht geholt werden kann. Bitter. Aber da sieht man einfach, wie unglaublich gut eingespielt Very Games ist. So ein B-Split aufzuhalten ist nicht das Einfachste. Auch vom Timing war das super. Der B-Spieler, der Terror, der kurz vorm Tor war, dass in dem Moment nochmal eine Flash kommt, hat ihm da das Leben gekostet. So, wieder Eco. Wieder geht's geschlossen irgendwo hin. Ach, ein interessanter Move von Shox. Dass der Rest schon durch war, juckt ihn gar nicht. Dafür ein Mate. Was er diesmal verlieren hat. Keine einzige Waffe. 10 zu 1. Und wenn jetzt hier nicht noch 5 Runden bei rumkommen, dann sehe ich ganz, ganz schwarz. Für die zweite Hälfte. Unglaublich aggressiv mit leichter Schräglage. Hat gesteppt. Setzt den Frag. BK unterstützt die Mitte. Macht da ein. Alter, wie lange da Shox überleben. Hätte fast auch noch gehabt. Denn BK instant in Refrag, wie sie einfach das zu zweit komplett die Finde auseinandernehmen. Boah. Fußhit oder was auch immer. Welcher Hit auch immer auf 38 HP runterschießt. Die Runde können sie fast schon wieder abhaken. Kurz kann angesagt werden von Smith. Da steht NBK noch hinter der Smoke. Smith macht da auch den einen. Weiß nicht, ob man den zweiten gesehen hat. Jetzt kommt sogar noch Existence dazu. Ja, 11-1. Relativ unspektakuläres Spiel. Vorhin wurde auch noch gefragt, ob das 2 die Map ist. Also da sieht